Du erlebst gerade intensive Angst oder eine Panikattacke. Es fühlt sich vielleicht so an, als würdest du die Kontrolle über dich verlieren. Du fürchtest dich vielleicht und meinst, dass du in Gefahr bist. Vielleicht fühlt es sich sogar so an, als müsstest du sterben. Aber das tust du nicht. Alles wird wieder gut werden. Hör mir zu. Fokussiere dich die nächsten Minuten nur auf meine Stimme. Diese Gefühle können dir nichts anhaben. Es wird alles wieder gut werden. Dieser Zustand wird nicht ewig dauern. Alles wird okay. Das, was du gerade erlebst, ist bestimmt sehr unangenehm. Aber diese schrecklichen, vielleicht sogar angsteinflößenden Gefühle werden nicht immer hier bleiben. Sie werden vergehen. Ich weiß das. Du bist sicher. Du hast jetzt vielleicht Probleme damit, normal zu atmen. Vielleicht ist dir auch schwindelig. Oder du spürst extreme innere Anspannung. Dein Herz schlägt vermutlich wie verrückt und du zitterst und schwitzt vielleicht. Das ist alles sehr intensiv. Aber es ist eine natürliche Überreaktion deines Nervensystems auf etwas, das du als Gefahr wahrnimmst. Dein Nervensystem kennt nur diesen einen Weg, um zu reagieren. Aber diese Gefühle sind nicht gefährlich. Sie können dir nichts anhaben. Atme jetzt so tief und so langsam du kannst. Atme laut ein und wieder aus. Am Anfang wird dir das vielleicht schwerfallen. Aber wenn du mir weiterhin zuhörst, wird sich deine Atmung Schritt für Schritt verlangsamen. Atme ganz langsam. In deinen Bauch und dann atme langsam wieder aus. Atme noch einmal tief ein und wenn du ausatmest, fokussiere dich auf den Bereich in deinem Körper, in dem du am meisten Spannung spürst. Sieh, ob du diese Spannung ein wenig mehr zulassen kannst. Es wird dir bald besser gehen. Du musst die Entspannung nicht erzwingen. Das geht gar nicht. Lass deinen Körper dann entspannen, wenn er dazu bereit ist. Atme noch einmal ein. Und dann atme ganz langsam aus. Versuche dabei, noch ein wenig mehr loszulassen. Wie auch immer du dich gerade fühlst, sieh, ob du aufhören kannst, dich dagegen zu wehren. Erinnere dich daran, was auch immer du gerade erlebst, es kann dir nicht wehtun. Diese Gefühle sind sehr unangenehm, aber sie sind keine Gefahr für dich. Das ist alles Teil der natürlichen Stressreaktion, auch wenn es sich gerade sehr intensiv für dich anfühlt. Mache weiter, indem du auf deine Atmung achtest. Atme ein und langsam wieder aus. Hör mir genau zu. Ich weiß, dass diese intensiven Gefühle wieder aufhören. Und du wirst sehen, sie werden wieder aufhören. Es wird nichts Schlimmeres kommen, als das, was du gerade erlebst. Ich bin mir sicher, dass es dir bald besser gehen wird. Das ist eine Panikattacke. Es ist eine ganz gewöhnliche Überreaktion deines Körpers. Atme nun wieder langsam ein und fokussiere dich wieder auf den Bereich in deinem Körper, in dem du die Spannung spürst. Atme dann langsam aus. Es ist möglich, dass dir die Spannung genau dann bewusster wird, wenn du versuchst, dich zu entspannen. Aber das ist kein Problem. Mach dir keine Sorgen. Erinnere dich daran, dieses Gefühl wird bald vorbeigehen. Atme noch einmal in deinen Bauch und dann atme langsam wieder aus. Es passiert gerade nichts Schlimmes und es wird auch nichts Schlimmes passieren. Du nimmst nur Empfindungen in deinem Körper wahr. Diese Empfindungen sind vollkommen normal
So funktioniert unser Körper nun mal. Hör mir weiter gut zu. Ich weiß, dass alles okay wird. Dieses unangenehme Gefühl wird bald vorbeigehen, so wie es immer vorbeigegangen ist. So wie jedes Gefühl, das du jemals hattest, vorbeigegangen ist. Hör einfach weiterhin meiner Stimme zu und atme weiter. Gib meiner Stimme mehr Aufmerksamkeit als deinen Gedanken. Das nächste Mal, wenn du ausatmest, lockere deine Muskeln und sieh, ob du sie ein wenig entspannen kannst. Stell dir dafür vor, wie dich die Schwerkraft in den Boden drückt. Wenn du kannst, lass auch die Muskeln in deinen Schultern und deinem Nacken fallen und entspanne sie ein bisschen. Ich weiß, dass das schwierig sein kann. Ich weiß, welchen Mut es erfordert, sich diesen Gefühlen zu stellen. Erinnere dich nur daran, wenn du dich gerade extrem schlecht fühlst, du bist trotzdem sicher. Das ist alles nicht gefährlich. Adrenalin wird gerade in dein Blut ausgeschüttet und das versetzt deinen Körper in diesen Alarmzustand. Aber wenn du weiterhin langsam und tief probierst zu atmen, wird sich dein Körper mit der Zeit entspannen und erholen. Dieser Zustand wird nicht ewig andauern. Hör mir weiterhin zu und nimm einen weiteren tiefen Atemzug. Atme langsam ein und dann atme langsam aus. So langsam du kannst. Versuche nicht, das Atmen oder die Entspannung zu erzwingen. Mach einfach weiter mit dem Atmen und dein Körper wird sich schön langsam von selbst beruhigen. Hör mir gut zu. Auch wenn du dich fürchterlich fühlst, es wird alles gut werden. Diese unangenehmen Empfindungen werden weggehen. Diese Erfahrung wird bald wieder vorbei sein. Atme langsam ein und atme langsam aus. Die Entspannung wird einsetzen, wenn die Zeit dafür reif ist. Du kannst sie nicht erzwingen. Erlaube deinen Muskeln im Körper, sich zu entspannen. Dein Körper wird sich irgendwann entspannen, wenn du meiner Stimme folgst. Atme einfach langsam in deinen Bauch. Nach einiger Zeit wirst du wieder ruhiger werden. Selbst wenn du gerade Schmerzen hast, all das wird vorübergehen. Diese Gefühle können dir keinen Schaden zufügen. Es wurde noch niemand bei einer Panikattacke verletzt und auch du wirst das hier unversehrt überstehen. Diese Aufnahme wird jetzt langsam enden. Wenn du sie noch einmal anhören möchtest, ist das vollkommen okay. Du brauchst vielleicht noch ein wenig Zeit, um ganz runterzukommen. Atme einfach weiter und lass die Spannung in deinem Körper zu. Du wirst sehen, letzten Endes wird dein Körper einen Gang herunterschalten und sich beruhigen. Du bist in Sicherheit. Es wird alles gut. Dieses Gefühl wird bald vorübergehen.